Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir müssen derzeit eine besorgniserregende Entwicklung feststellen, und zwar in allen Phänomenbereichen, aber insbesondere im Salafismus und im Rechtsextremismus steigt die Radikalisierung und die Gewaltbereitschaft von jungen Menschen, von Jugendlichen und sogar bei Minderjährigen unter 16 Jahren. Dabei ist aber eins völlig klar, und das will ich hier noch mal sagen, weil mir das wichtig ist, und zwar, dass die allergrößte Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen für Demokratie, für Vielfalt stehen. Und es ist wirklich nur eine absolute Minderheit ist von Jugendlichen, von Minderjährigen, die sich radikalisieren, die gewaltbereit werden. Und ja, von dieser Minderheit geht eine Gefahr aus. Aber ich will es noch mal sagen, wirklich die allermeisten Jugendlichen hier engagieren sich für Demokratie. Und das möchte ich hier einfach gerne noch mal festhalten. Wir haben ja hier heute zwei Gesetzesentwürfe vorliegen, und zwar einen von der CDU. Die CDU will die Altersgrenzen letztendlich komplett aufheben, was die Speicherung personenbezogener Daten angeht, und damit eben die Möglichkeit der Beobachtung und eben auch die Möglichkeit der Datenspeicherung durch den Verfassungsschutz auch auf Kinder ausweiten. Das halte ich ganz ehrlich gesagt für grundlegend falsch, weil Minderjährige einfach besonders schutzbedürftig sind und weil wir als Politik auch in der Verantwortung sind, für genau diesen Schutz zu sorgen. Und Frau Korte, ich finde, das hat dann auch nichts mit parteitaktischer Hampelei zu tun, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Gesetzesentwürfe, über die wir im Innenausschuss beraten haben. Und ich finde es richtig, dass wir hier eine Anhörung eingefordert haben, auch über den CDU-Gesetzesentwurf, weil es hier um Grundrechtseingriffe geht, gerade bei Minderjährigen. Und das muss man diskutieren. Und da kann man nicht einfach sagen, übernehmen so zack das Bundesrecht, sondern natürlich muss es da eine eingehende Beratung geben. Und das haben wir auch gemacht. Ja, es stimmt, der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht ebenfalls eine Absenkung der Altersgrenze vor, und zwar von 16 auf 14 Jahren. Aber der Gesetzentwurf hält an einer Altersgrenze fest, und das finde ich auch richtig so. Die Verhältnismäßigkeit dieser Altersabsenkung wird zum einen durch die besonderen Voraussetzungen gewährleistet und zum anderen eben im Vergleich zu den 16-Jährigen und zu den Erwachsenen mit abgestuften, kürzeren und damit eben auch strengeren Löschfristen gewahrt. Wir wollen überprüfen, wie wirksam und auch wie verhältnismäßig dieser Grundrechtseingriff gerade bei den Minderjährigen ist. Und deshalb haben wir als rot-grüne Fraktion einen Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung eingebracht, wo wir eine Evaluationspflicht dieser neuen Regelung ins Gesetz schreiben. Klar ist aber auch, und das möchte ich gerade für uns Grüne hier auch noch mal feststellen, dass wir mit der Beobachtung und mit der Speicherung personenbezogener Daten von Minderjährigen nicht sagen können, da machen wir jetzt einen grünen Haken dran, das Problem ist erledigt. Ganz im Gegenteil, wir brauchen gerade für diese Zielgruppe der Jugendlichen Prävention, Prävention und noch mal Prävention, damit sie sich eben erst gar nicht solchen salafistischen, solchen rechtsextremen Netzwerken anschließen. Und hier sind die Schulen gefragt, hier ist die Jugendarbeit gefragt und viele mehr. Und natürlich brauchen wir zum Beispiel auch Angebote, gerade für diejenigen Jugendlichen, die sich bereits radikalisiert haben. Mit den Beratungsstellen Wegweiser und auch mit der interministeriellen Arbeitsgruppe, die ein ganzheitliches Handlungskonzept erarbeitet, sind wir meines Erachtens da schon auf einem guten Weg. Und wir haben in der Anhörung ja noch mal sehr gut gemeinsam herausgearbeitet, dass der Verfassungsschutz die Möglichkeit hat, Informationen an Behörden weiterzugeben, darunter auch die Jugendämter. Das ist natürlich immer eine Einzelfallentscheidung, und es muss immer abgewogen werden, ob das sinnvoll ist, aber das finde ich hier noch mal wichtig, und ich will einfach betonen, dass das Ziel sein muss, dass Jugendliche eben nicht nur beobachtet werden, sondern insbesondere, dass ihnen Hilfestellungen und Angebote gemacht werden. Aber der Gesetzentwurf, und das hat Frau Korte angesprochen, der Gesetzentwurf der Landesregierung regelt ja neben der Altersabsenkung noch weitere Punkte, die nach der aktuellen Rechtsprechung und auch aufgrund von Änderungen im Bundesverfassungsschutzgesetz notwendig sind bzw. in unserem Gesetz vollzogen werden sollten. Und da, finde ich, kann man sich jetzt nicht auf die Frage zurückziehen, werden einzelne Maßnahmen jetzt überhaupt angewandt oder nicht, sondern entscheidend ist es ja, dass es möglich wäre und dass wir schon heute eine Regelung zur Abgeordnetenbeobachtung im Verfassungsschutzgesetz haben und dass es absolut sinnvoll ist, dass an die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch anzupassen. Mit unserem Änderungsantrag der Fraktionen
machen wir ja noch mal eine Präzisierung genau dieser Regelung, die im Innenausschuss von FDP und Piraten kritisiert wurde. Aber da will ich noch mal darauf hinweisen, dass wir uns sehr eng an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts anlehnen, das im Prinzip abschreiben und ins Gesetz schreiben. Insofern sorgt es aus meiner Sicht für die notwendige Klarstellung. Und ich denke, dass wir uns alle hier einig sind, dass die Beobachtung von Abgeordneten natürlich ein sehr sensibler Punkt ist und dass wir alle hoffen, dass davon hier in Nordrhein-Westfalen niemals Gebrauch gemacht werden muss. Ich finde, dass der vorgeschlagene Gesetzesentwurf der Landesregierung mit unseren Änderungsanträgen verhältnismäßig ist und auch den aktuellen Entwicklungen gerecht wird. Und deshalb werden wir diesem Gesetzesentwurf zustimmen. Vielen Dank.